Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Yooka-Laylee. Ich bin's wieder, euer Paradigma. Und wir sind mittlerweile in der dritten Welt. Es sollte 5 geben. Ihr seht, wir haben also noch einiges vor uns, denn diese dritte Welt ist noch unangetastet. Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Die scheint so ein bisschen das Gruselthema aufzugreifen, wenn ich hier schon Kürbisköpfe sehe und große Pilze und ein bisschen Halloween-mäßig. Relativ dunkel hier. Und wir müssen tauchen. Yay. Okay, das wird wohl nix. Haben wir ein bisschen Gegenwind. Okay, wo geht's dann hoch? Wenn wir da nicht hinkommen. Was auch immer man mit diesen Dingern machen muss, wir wissen noch nicht was. Okay, das wird also auch nicht sein. Hoppala. Das ist schon mal super. Man startet und hat keine Ahnung, wo es lang geht. Und ich glaube nicht, dass das eigentlich die Lösung ist. Aber wenn es funktioniert, warum nicht? Tada! Was sind das denn für glühende Zwerglein? So, auch hier gibt es wieder 200 Federn, den üblichen Sammelkram und vielleicht ein paar andere Quests. Und ich bin gespannt, in was wir uns diesmal verwandeln. Ah, da ist auch schon der Kürbis. Hi. Okay, wir müssen also den Schalter betätigen und dann dürfen wir nicht ins Wasser fallen. Da ich mich sowieso gerne von Wasser fernhalte, komme ich damit klar. Oh. Was? Oh, das hat schon gereicht. Wie soll das denn funktionieren? Okay. Dann halt so. Machen wir das Übliche. Yay! Da haben wir sie. Die nächste Feder. Was gibt's eigentlich noch so? Sollen wir jetzt erstmal im Gang entlang gehen oder gehen wir einfach hier rüber und hüpfen zur nächsten Feder? Scheint alles mit diesen blöden Löchern verbunden zu sein. Mit so blöden Wasserlöchern, die keiner mag. Aber da unten sind Federn. Ach natürlich, wir können uns ja jetzt schwerer machen. Jetzt habe ich es kapiert. Wir müssen gar nicht mehr gegen diese Blase schwimmen.
Go, go, go! No! Das wird nichts mehr. Okay. Das ist gar nicht mal so leicht. Wie soll denn das funktionieren? Da müssen wir drüber hüpfen auf alle Fälle. So kommt man da nicht einfach mal durch. Oh, wieso platzt es denn immer gleich? Das kann man eh wieder vergessen. Muss mal gucken, wie weit man da springt. Auch nicht sonderlich weit, also ob du da dann hochkommst. Zeit ist schon ganz schön knapp. Das wird schon wieder nix. Wir hätten uns jetzt mit einschließen lassen können. So knapp war es gewesen. Wie? Was wollt ihr von mir? Boah, war das knapp. Okay, hier geht's wohl durch. Ah, nach einer Zeit platzt die Blase anscheinend sowieso. Okay. Das ist schon wieder ein richtiger Scheiß. Boah, wir haben es geschafft. Yeah. Das, obwohl uns unsere Blase auch noch verarschen wollte und meinte, sie müsste kurz davor noch platzen. Schöne Sache, das hätten wir. Immer wieder ein paar Federn. Da ist wahrscheinlich sogar ein Durchgang. Abkürzung. Schön. So, hier höre ich schon wieder das Lachen. Haben wir den ersten Geist gleich gefunden? Und ein neues Tonikum haben wir auch gekriegt. Das ist auch schon wieder eine Abkürzung, die sich hier öffnet. Eine Abkürzung zum Eingang? Weiß man nicht. Was pfeift hier schon wieder die ganze Zeit, deppert? Da steht da oben die Frau rum. Das Pfeifen ist irgendwie immer in der Nähe von dieser Tonikum-Frau. Ah, stimmt. Ich könnte mal wieder ein paar Schmetterlinge vertragen. Boah, ich weiß ganz ehrlich nicht, wo ich zuerst hin will. Ich bin jetzt am Anfang so einen Scheiß zusammengelaufen.
dass ich jetzt eigentlich lieber nochmal zurück zum Anfang will. Den wir jetzt auch gerade erreicht haben. Was heißt mit dem Schalter auf sich? Ah, okay. Jetzt sind die Blasen weg. Wir haben keinen Gegenwind mehr. So, da war der Kürbis. Dem seine Feder, seine Page haben wir schon. Hauptsache der Käfig geht immer noch. So, dann gehen wir einfach mal hier weiter. Ah, da, Trouser. Holen wir uns mal ein paar neue Tricks ab. Dann sollte das Bewegen hier in der Welt schon sehr viel einfacher gehen. So viele neue Sachen hat der. 2. 2% Rabatt, dann sind wir immer noch bei 60. Gratis Versand, wenn wir direkt vor ihm stehen. So. Echsenpeitsche, mit diesem einfachen Manöver erreichst du viele Punkte. Das hat wohl mit diesen Ankerpunkten zu tun, die wir hier die ganze Zeit sehen. Was haben wir hier? Aha, das hat was mit dem brennenden Rohr zu tun, das wir über der Tropenwelt haben. Sehr cool. Wir können uns eh beides kaufen und da ist es vollkommen gleich und dann haben wir immer noch viel zu viele Federn. Der erste Trick ist auf alle Fälle verdammt nützlich, wenn wir im Highbury Tower vorankommen wollen. Und auch hier. Der hier ebenfalls. Yeah.
So, wir haben wieder alle Tricks von Trouser gekauft. So, das gefällt mir. Mit jeder Welt erweitern wir unsere Skills. Das ist, macht das Ganze ziemlich abwechslungsreich, weil du halt in jeder Welt eine andere Herangehensweise hast. Hier zum Beispiel, probieren wir es einfach mal aus. Hui! Funktioniert doch tadellos. Oh, da ist der Fightgeist. Der Bruder hat volles Leben. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt. Boah, diesmal haben wir ihn nicht getroffen. Diesmal haben wir ihn getroffen. Na los, trau dich. Trau dich. Hättest du uns fast gehabt. So, das war Geist Nummer 2 hier in dieser Welt. Wenn wir jetzt schon hier oben sind, gucken wir gleich mal ein bisschen weiter. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Jetzt könnten wir darüber hüpfen. Dann wären wir wieder bei dem Loch. Die sind mir vorher gar nicht aufgefallen. Und wenn wir jetzt nochmal in das Loch gehen, sollten wir eigentlich danach in diese Röhre reingehen können. Dann haben wir die auch gesehen. Was hat es mit dem Schalter auf sich? Ach so, ja, natürlich, klar. Das war der Zeitschalter. Au. Wenigstens kann man die Blase so oft einsetzen, wie man will. Mir ist nur im Highbury Tower nie aufgefallen, dass die von alleine platzt. Genau, hier wollen wir rein. So, Pumpwerk. Schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt. Okay, so viel ist hier ja nicht. Okay, das ist es nicht. Na los. Jetzt hoch, rüber, hoch. Shit. Nein. Shit. Falsch, hier lang. Wieder hoch. Und runter mit dir. So, dafür reicht die Zeit auf alle Fälle super leicht. Ganz locker. Heiji Nummer 21. Wir sollten bald die 50er-Grenze erreicht haben, was ziemlich wenig ist, wenn man bedenkt, dass es 145 Pages in diesem Spiel gibt.